Es ist ein Samstagabend, der Eva und Michael Büttgenbach so schnell nicht loslassen wird. Beim gemeinsamen Spaziergang durch Ruhrort werden die beiden Zeuge, wie Jugendliche an einer kirchlichen Gemeinde randalieren, mit voller Kraft gegen die Scheibe schlagen. Michael Büttgenbach will vermitteln. Es kam von vornherein sofort ein massiver Hass und ich habe das so noch nie gesehen. Bei Menschen in so einer Form, so ein kindliches Gesicht. Deswegen, ich habe ihn eingeschätzt zwischen 16 und 19. Letztendlich ist er 17, da lag ich gar nicht schlecht. Aber dieser Hass, den werde ich nicht vergessen. Dieses Hassgesicht von diesen Menschen war unerträglich. Es war unerträglich. Die Schläge gegen die Scheibe bleiben nicht die einzigen. Wenig später treffen die Büttgenbachs erneut auf die Randalierer. Ein weiterer Versuch zu vermitteln geht schief. Einer der Jugendlichen schlägt mehrfach auf den CDU-Politiker ein. Vor den Augen seiner Frau. Ich war so aufgeregt, ich habe erst die verkehrte Nummer gewählt, muss ich dazu sagen. Ich habe die Feuerwehr angerufen. Ist jetzt echt peinlich, dass ich das sage, aber die haben mich dann direkt weiter verbunden. Ich war so aufgeregt, weil in dem Moment, ich habe so eine Situation auch noch nie erlebt. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass es so weit kommt in dieser Situation. Das schnelle Eintreffen der Polizei verhindert womöglich Schlimmeres. Für Michael Büttgenbach endet das mutige Einschreiten jedoch im Krankenhaus mit einer Gehirnerschütterung. Unterkriegen lassen will er sich jetzt erst recht nicht. Sonst überlässt man anderen das Feld. Zivilcourage muss nicht immer heißen, dass ich mein Leben gefährde oder dass ich andere gefährde, sondern dass man Flagge zeigt. Je mehr das in einer Form passiert, desto weniger trauen sich Gestalten aus der Dunkelheit in die Öffentlichkeit rein und leben ihre Gewalt oder ihren Hass aus. Für ihn ist der Vorfall sogar eine Ermunterung, diesen Hass, der ihm entgegenschlug, zu bekämpfen. Was kann man dagegen tun? Wie kann man dagegen anstehen, dass Jugendliche so verführt werden und so verfolgt werden und sich selber dem Hass hingeben? Was kann man da tun? Was kann die Gesellschaft, was können wir als Politiker noch tun? Was kann ich vor Ort machen? Das sind so meine Gedanken, die mich umtreiben zurzeit. Das Ehepaar Büttgenbach engagiert sich stark in der Jugendarbeit. Der Schock, dass junge Menschen von Gewalt und Zerstörungswut getrieben sind, ist damit umso größer. Beide wollen sich jetzt noch stärker dafür einsetzen, dass so etwas nicht mehr passiert.